Hallo meine Lieben, heute geht es weiter mit dem Sternzeichen Jungfrau. Ich habe mich entschieden, dieses Mal Jungfrau nur der Körper von Jungfrau zu zeichnen. Wenn er wollt, könnt ihr auch ein Gesicht zeigen. Vielleicht wird auch ein Video entstehen im Laufe der Zeit, wo ich das Gesicht zeige, aber heute mit dem Körper. Und am Anfang solltet ihr ihre Größe bestimmen, wie groß sollte das Bild sein. Ich mache das immer 14-14. Das ist so ein Bild von mir, von dem würde ich ein bisschen abzeichnen. Und ihr werdet sehen, egal wer das macht, die Bilder sehen immer ein bisschen unterschiedlich aus, weil die Farbe läuft für sich. Und hier kann ich euch zeigen, das Sternzeichen Jungfrau hat Element, das ist dieses Symbol, das ist wie ein M und dann mit so einer Schlaufe unten. Mit diesem Symbol fange ich auch an. Und das geht dann so, man kann das kleiner, größer machen, wie ihr wollt. Ich mache das so mittelgroß, bisschen in obere rechte Ecke, mit Bleistift vorzeichnen, dann praktisch so ein Element und dann kommt noch so eins dazu, das ist so ein bisschen grafische Elemente, das ist wie ein M. Und dann hier geht die Schleife ein bisschen nach unten und hier wie eine Schlaufe zur anderen Seite. Das ist das Symbol von Jungfrau. Die Symbole sind vorgegeben, das ist so alte Geschichte. Und hier zeichne ich meine Jungfrau. Ich zeichne nicht viel, ich mache nur so, das ist die obere Teil, hier der Brustteil und so weiter. Das ist dann, das ist so ein bisschen wie Sanduhr, wenn man wollte, ja. Dann hat man hier so die Taille und nach unten so die untere Teil von unserer Jungfrau und der Rest wird sich halt ergeben. Wenn ihr wollt, könnt ihr hier auch so ein bisschen Hals eindeuten, aber das ist halt, wir werden sehen, was die Farbe, wo die Farbe fließt und wie wir das weiter das Ganze gestalten. Für die Konturen nehme ich Acrylfarbe, das ist flüssige Acrylfarbe. Bevor man das aufmacht, muss man dann schütteln und hier haben wir so eine Pipette. Und mit dieser Pipette fangen wir an zu zeichnen. Hier in die Richtung, wo die Taille ist, mache ich das ein bisschen mehr Farbe, nach unten ein bisschen weniger. Hier oben kann ich so einen Strich machen, so ein bisschen lockerlässig. Hier kommt die Farbe nicht mehr, doch jetzt. Und auf andere Seite auch ein bisschen dicker. Und das ist praktisch das ganze Zeichnung, was wir so bewusst angeben. Der Rest wird erstmal gepustet und dann gucken wir, was entsteht. Und jetzt sehen wir so diese Stellen, wo das ein bisschen dicker ist. Und da puste ich das mit dem Strohhalm in die Richtung, die ich möchte. Hier würde ich das nach innen pusten, so ein bisschen. Und da kommt das schon was nach außen. Von dieser Seite würde ich auch eher nach innen pusten, aber dann ohne Strohhalm, sondern so frei. Und so wie ihr seht, habe ich schon ein Körperteil mit Falten von Kleid. Jetzt nehme ich einen Tropfen von meiner Farbe auf die Palette. Und den Rest zeichne ich mit feinem Pinsel. Dafür nehme ich die Pinsel Nummer 1. Und weil das ist so kleine, dünne Pinsel mit sehr toller Spitze. Und hier vervollständige ich meine Dame. Das würde ich sagen, das ist jetzt der Kleid. Hier habe ich eingedeutet so ein bisschen, dass der Hals da kommt. Und hier würde ich die dann auch so ein bisschen vorzeigen. Hier kommen dann die Schulter. Und die Linie könnte dann nur eingedeutet werden. Es sollte nicht alles da sein, nur so ein bisschen eindeuten. Hier kommt die Hand vielleicht nach unten. Und hier ist das, der Kleid ist da so entstanden, dass wir hier schon so fast wie Falte haben. Hier kommt das dann so auf den Schulter und hier kann ich die Linien verbinden. Dann ist das so wie ein griechischer Kleid. Und ich würde das jetzt hier so wirklich so machen, dass ich diese Linie dann weiterführe und die vielleicht ein bisschen zu den Körper. Und die Linien, die ich hier sehe, die würde ich auch als Faltenmuster weiterziehen und mehr ist das nicht.
Was ich noch machen würde, da sieht es auch bei anderen Bild, das finde ich richtig schön. Hier mache ich so eine, so wie Schleife obendrauf, wie bei griechischen Götter, dass man dann von hier so eine runde Rundung macht und dann hier über diese Linie weiter eine Linie führt. So ein bisschen locker lassen, hier so, locker lassen, hier so. Das ist so wie Schleife rüber, dann ist das ganze Bild ein bisschen runder. Und jetzt nehme ich ein bisschen mehr Farbe und zeichne mein Element. Dünn anfangen mit der Spitze. Und wenn wir so hier ohne Druck, wenn wir ein bisschen drücken, dann wird die Linie ein bisschen dicker. Und dann loslassen. Dann wieder dünn anfangen. Drücken, loslassen, dünn anfangen, drücken, bisschen loslassen und rausziehen. Und hier wieder ohne Druck in die Mitte drücken und dann rausziehen. So ist der Element fast fertig. Hier ist das Hand, meine Hand hat ein bisschen gezittert, das mache ich hier ein bisschen dicker. So gefällt es mir besser und ihr könntet dann sehen, wo kann ich noch so ein bisschen korrigieren. Und hier am Ende könnt ihr sehen, okay, die Zeichnung ist fertig, wo kann ich meine Unterschrift stellen. In diesem Fall wird das hier unten rechts sein und das mache ich auch mit kleinen Pinsel. Hier signiere ich das alles mit Pinsel. Man kann das auch ganze signieren, es gibt so Signierstifte. Das müsst ihr für euch rausfinden, wie es das für euch besser ist. Sonst, wenn wir das signieren, müsst ihr nicht zu viel Druck ausüben. So ist unsere Zeichnung fertig. Jetzt lassen wir das Ganze trocknen und dann werden wir das mit Farbe ausmalen. Wie ich schon gesagt habe, nach dem Trocknen geht es weiter. Und wenn ihr bei eurem Bild noch so die Reste habt von Bleistift, dann könnt ihr das nach dem Trocknen ruhig wegradieren, weil ich habe hier so ein paar Linien, die ich jetzt nicht mehr brauche. Und dann bitte nicht mit dem Hand wegwischen, weil unsere Hand hat so Fettreste. Einfach mit dem Küchenroller das Ganze wegmachen. Und so ist euer Bild perfekt für die Aquarellfarbe vorbereitet. Und dann geht es weiter mit der Farbe. Jungfrau ist es ein Sternzeichen, das ist Element Erde, gehört dazu. Und dafür habe ich drei Farben ausgesucht für Element Erde. Das ist die Cadmiumgelb. Bei Aquarell ist das so, wenn wir viel Farbe nehmen, dann leuchtet das richtig. Und wir vermischen das mit Wasser. Je mehr Wasser wir nehmen, desto heller wird die Farbe. Weiß benutzen wir nicht. Weiß bleibt einfach Papier und sie leuchtet von unten. Dann habe ich Cadmium Orange ausgesucht. Der sieht so aus. Und einmal Englisch Rot. Wir sind im Welt der warmen Farben. Und dann, wenn wir das mit Weiß verwischen, wie ihr seht, das ist dieses Englischrot, das springt richtig. Das liebe ich bei Aquarell zum Beispiel, wenn man nass malt, dann ist diese Farbe dafür fantastisch geeignet. Hier malen wir trocken in trocken und man könnte das auch, obwohl das so ziemlich abstrakt ist, können wir auch sagen, von einer Seite kommt Licht, von anderen Schatten oder gar nicht. Ich würde mit Licht und Schatten arbeiten, ich liebe das. Ich würde in diesem Bild sagen, das Licht kommt von oben rechts. Das heißt, hier dieser Teil von Kleid, wo unser Element ist, wird das Ganze ein bisschen heller und nach unten ein bisschen dunkler. In Aquarell fangen wir immer mit hellster Farbe. In unserem Fall ist das Gelb. Und dann mache ich das von da, wo Licht kommt, ein bisschen gelb. Und eventuell an dieser Seite will ich auch ein bisschen gelb machen. Dann Pinsel abtrocknen, Wasser nehmen, nach unten verwischen, ein paar Stellen weiß lassen. Und hier würde ich kleine Stellen mit Orange füllen, dass es dann hier kommt Licht. Dann ist das hier hell, da zu Hals ein bisschen dunkel. Dann ist das auch interessanter. Und jetzt hier auf die linke Seite machen wir das dunkler und wie ihr seht, da wo die Farbe sich mit Wasser verbindet, dann fließt das so schön. Und das ist in Aquarell, das könnt ihr praktisch nur in Aquarell erreichen. Natürlich in Acryl auch, aber dann muss man die Farbe sehr, sehr
fein einstellen. Und hier mache ich das, weil wir haben gesehen, diese Englischrote ist so gut gesprungen. Ich mache hier einfach die Schattenseite nass und hier dann auch so die ganze Stelle ein bisschen nass. Und das ist diese geheimnisvolle Aquarellmalerei. Hier ein bisschen mit Falten, das ist hier die Stelle nass. So lange, dass die Farbe, dass das Papier glänzt, heißt das, wir haben nasse Untergrund. Hier haben wir praktisch auf trockene gemalt und hier zeige ich euch, wie das auf nassen geht. Dann nehme ich ein bisschen Wasser, ein bisschen von meinem Englischrot und ich mache hier eine Linie. Und hier könnte man das so die Farbe ein bisschen weiterziehen. Die Farbe hat jetzt nicht rausgesprungen, leider. Aber das könnte man dann hier, Papier war ein bisschen anderes, hier hat es funktioniert, da nicht. Passiert, aber hier könnte das mit Wasser dann weiterziehen. Ich probiere das hier nochmal so ein bisschen anderes, weil ich wollte diesen Effekt euch zeigen. Wir haben hier noch Platz. Dann machen wir anderes auf nass, auf trockene Hintergrund und dann geben wir Wasser dazu. Ich mache diesen Strich so wie da einfach so dunkel, so ziehen und jetzt Pinsel abwaschen, Wasser nehmen und den Ansatz von Pinsel da zu der Farbe stellen. Mal gucken, ob das besser funktioniert. Ja, so funktioniert es besser. Ja? Ihr könntet das alles ausprobieren, wie es euch gefällt. Und dann habe ich hier wunderbare Schleife. Und diese Ecke würde ich auch dunkel einmalen. Dann hat man Effekt, dass das hier die Falten von diesem Kleid richtig um den Körper herum geht. So ist es unser Bild fertig und wenn ihr wollt, könnt ihr eine oder andere Stelle noch ein bisschen Farbe geben. Ich würde sagen, jetzt noch ein bisschen, wo ich das Gesamt sehe, mir fällt so ein bisschen orange. Da würde ich hier auf diese Falte noch ein bisschen orange ziehen. Sonst, wie gesagt, das ist eure Bild und das ist Geschmackssache, wie viel Farbe ich nehme. Wichtig ist, dass wir in Aquarell weiße Stellen weiß lassen und von hell anfangen und dann nachdunkeln. Liebe Grüße und bis nächsten Mal, eure Albina.